Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mut zum Studium, ein beruflich Qualifizierter berichtet aus deinem Studierendenleben. Das ist unser Gast André, den wir nachher noch interviewen werden oder Sie auch Fragen an ihn stellen können. Ich denke, vielleicht sind Sie gerade in der Zeit, wo Sie denken, Kraft nochmal sammeln auf dem Weg ins Studium. Und bei diesen Fragestellungen, bei diesen Fragen, die bei Ihnen aufkommen, möchten wir Ihnen gerne zur Seite stehen. Und unserem Projekt Blended Counseling, was hier angesiedelt ist an der Technischen Hochschule in Wildau. Und dieses Projekt basiert auf vier verschiedenen Beratungsangeboten oder Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Das sind zum einen ganz normal die Beratungen bei uns vor Ort. Da können Sie online einen Termin buchen und dann zu uns an die Technische Hochschule kommen. Oder Sie können einen Termin zur Videoberatung ausmachen, zur telefonischen Beratung. Oder wir können Sie auch über Webinare beraten. Das heißt, in diesen Webinaren, die sind meist themenbezogen. Wir haben ein Thema, ein bestimmtes Thema, das wir dann halt besprechen, wie zum Beispiel heute ein Interview. Und dann geben wir so einen kleinen Input von 20 Minuten. Und danach haben Sie die Möglichkeit, uns über die Chatfunktion dieses Webinars Fragen zu stellen. Was haben wir heute vor? Haben wir drei große Themen zu bearbeiten. Ich werde Ihnen erst ganz kurz sagen, wie ist die Situation von beruflich Qualifizierten ohne Abitur, wie ist ja die Studiensituation in Deutschland. Dann werden wir schon zu dem Interview zu unserem Gast übergehen und danach können Sie Ihre Fragen im Chat stellen. Derzeit wird angegeben über das Zentrum für Hochschulentwicklung, dass 60.000 Menschen in Deutschland ohne Abitur studieren. Diese Zahl hat sich in den letzten Jahrzehnten vervierfacht. Das hat auch damit zu tun, dass 2009 von den Hochschulrektorenkonferenzen der Bundesländer beschlossen wurde, die Hochschulzugangsberechtigung für beruflich Qualifizierte ohne Abitur zu erleichtern. Und das ist anscheinend auch angekommen, sodass sich die Zahl vervierfachen konnte. Insgesamt oder generell studieren beruflich Qualifizierte, die ein Studium aufnehmen, eher an einer Hochschule als an einer Universität. Das verteilt sich so also zwei Drittel und ein Drittel. Hochschulen sind ja meistens auch fachbezogener und darum scheint das bei beruflich Qualifizierten auch besser anzukommen. Und was auffällt, es wird mehr in Ballungsgebieten genutzt. Das heißt, Hamburg, Bremen, Berlin sind unter den ersten vier Bundesländern vertreten. Hamburg am größten mit 5%. Das heißt, jeder 20. in Hamburg Studierende hat seine Hochschulzugangsberechtigung über eine berufliche Qualifikation oder einen Meisterbrief erworben. Brandenburg liegt hier ein bisschen abgeschlagener auf Platz 13. Nur 1,6% aller Studierenden studieren ohne Abitur. Und bei uns an der Hochschule haben sich zum Beispiel 2017 27 Leute immatrikuliert, die ohne Abitur studieren. Auch unser Gast André hat 2017 begonnen zu studieren, allerdings hat er das Abitur erworben, aber eine lange Pause zwischen Abitur und Studium ja, dazwischen gelegt. Erstmal nochmal herzlich willkommen dir und danke, dass du dich bereit erklärt hast, bei uns mitzumachen. Ja, wie war es bei dir? Du hast ja eine relativ lange Zeit schon gearbeitet, Familienplanung, bist aus einer relativ komfortablen Situation nochmal ins Studieren, ins Studiumleben gegangen. Wie kam es bei dir dazu? Ja, meine berufliche Qualifikation, die war jetzt nicht unbedingt so, dass ich gesagt habe, ich sehe mich in den nächsten 25 Jahren in dem Beruf weiterarbeiten. Natürlich hat es auch mit Finanzen zu tun gehabt. Also man möchte ja dann doch irgendwie ein Stück weit mehr verdienen irgendwie, ne? Also man möchte sich weiter qualifizieren, etc. etc. Also auch finanziell. Sodass ich die Wahl hatte, in meinem Beruf weiterzuarbeiten. Ich komme eigentlich aus der Gastronomie. Oder ich beginne mit meinem Alter nochmal ein Studium. Ich muss dazu sagen, ich bin 43. Das heißt, wo ich angefangen habe zu studieren, war ich 41. Vater von zwei Kindern, die jetzt 9 und 10 Jahre, 10 und 11 Jahre alt sind. Bin verheiratet inzwischen. Und das ist natürlich recht schwierig, da dann tatsächlich so diese Entscheidung generell zu treffen. Ne? Es war eigentlich, wenn man so will, eine Familienentscheidung. Meine Frau, die hat mich da sehr, sehr stark unterstützt, was sie nach wie vor macht. Und ja, der Hauptgrund ist tatsächlich, dass ich sage, ich möchte in meinem Berufsleben noch was erreichen. Ich möchte in meinem Berufsleben
ja, vielleicht ein Stück weit mehr Geld verdienen, als ich bis dato verdient hatte. Ja. Und wie bist du denn von der Logistik oder von der Gastronomie auf die Logistik hier an der Technischen Hochschule gekommen? Also ich habe mich im Vorfeld beginnend 2014, Ende 2014, Anfang 2015 generell fürs Studium interessiert und habe mich dann hier direkt an der Hochschule beim Hochschulinformationstag, beim HIT, mal informiert über die einzelnen Studienbereiche und bin dann halt bei Logistik gelandet und habe mich dann auch danach nochmal im Internet informiert, habe Fachzeitschriften bestellt und habe halt festgestellt, dass tatsächlich in meinen Augen die Logistik tatsächlich eine zukunftsorientierte Branche ist und ich da einfach auch ein Stück weit meine Zukunft sehe. Ja, also das war eigentlich der Grund. Genau. Und gab es irgendwelche Sachen, wie du dich aufs Studium vorbereitet hast? Also du Ja, warst ja, wie gesagt, ein ja. paar Jahre aus dem Geschäft raus oder aus dem Lernen auch raus. Also ich habe 2001 mein Fachabitur gemacht. Man muss dazu sagen, ich habe damals schon angefangen zu studieren. Ich hatte hier auch an der Hochschule, habe ich angefangen mit BWL studiert. Musste es dann allerdings aus privaten Gründen abbrechen. Bin dann wieder in den Beruf reingerutscht. Und dann liegen da ja 16 Jahre dazwischen, wenn ich jetzt richtig rechne. 2017, 2001, genau. Und war halt überhaupt nicht mehr Mathe kompatibel, was so das Studium angeht. Und musste halt schauen, dass ich da irgendwelche Angebote von der Hochschule wahrnehme. Und da bietet sich halt tatsächlich an, das Vorsemester Vorsemester, heißt es, genau, das habe ich ne? 2 Jahre gemacht sogar. Also ich habe 2015, 2016 das Vorsemester gemacht. Und 2017 habe ich dann den Mathe-Intensivkurs gemacht. Der geht, glaube ich, 3 Monate, wenn ich mich nicht täusche. Und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Okay, Sehr, das ist sehr. zusätzlich noch gemacht. Genau. Gab es noch andere Herausforderungen für dich außer Mathematik auf dem Weg ins Studium oder war das Generelles schon Lernen. okay? Ja, also generelles Lernen, ich merke es nach wie vor. Die bringt halt, ich weiß nicht, wie es heute da ist, also mir hat niemand irgendwie beigebracht, wie ich tatsächlich lerne, was ich für ein Lerntyp bin. Das ist auch vielleicht so ein kleiner Tipp für Leute, die ambitioniert sind, tatsächlich irgendwas zu machen. Befasst euch im Vorfeld auch mit dem Thema Lernen. Wie kann ich lernen? Was für ein Lerntyp bin ich individuell? Das stelle ich fest, habe ich ab und zu noch Probleme, ja. Wie siehst du jetzt so deine Entscheidung? Jetzt bist du mehr, du bist jetzt im fünften Semester, das Studium geht Ja. insgesamt sieben. Sieben, Also ja. hast noch 3 Semester vor dir, Ja. beziehungsweise 2 Semester, ein Ja. Jahr Bachelorarbeit oder ein Semester Bachelorarbeit. Bereust du die Entscheidung, ins Studium gegangen zu sein, oder ist es für dich immer noch klar, das war der richtige Weg oder ist der richtige Ja, Weg für dich und für euch? definitiv. Also war für mich definitiv der richtige Weg. Also ich mag überhaupt nichts missen. Wer sich für das Studium entscheidet, dem sollte von vornherein klar sein, dass es stressig ist, ganz klar. Ja. Vor allem für Leute wie mich, die quasi Familie haben, Kinder zu Hause haben. Ich habe letztes Semester Praxissemester gehabt. Ich arbeite jetzt nebenbei noch. Das alles zu managen ist eine Herausforderung, aber mit dem richtigen Zeitmanagement ist das definitiv machbar. Und für mich die letzten 10, 15 Jahre der wesentliche Schritt in die richtige Zukunft. Definitiv, ja. Hast du noch über 20 Jahre danach Ja. idealerweise, wo man das denn Vielleicht auch umsetzen kann? 25, ne? Genau. Und merkst du irgendwelche Unterschiede zwischen dir und den, sage ich jetzt mal, traditionell Studierenden, 18, 19 Jahre, Abitur, dann an die Hochschule? Merkst du da Unterschiede jetzt im Studium? Nee. Also für mich persönlich, ich bin ein recht aufgeschlossener Mensch. Der Unterschied, den ich vielleicht beschreiben würde, ist, dass die Jüngeren vielleicht doch die Kompetenz haben, richtig zu lernen. Na, also wenn die frisch vom Abitur kommen, dann sind sie quasi noch in der Materie drin. Wie fasse ich ein Buch an? Ich nenne es mal jetzt so. Ne? Wie gestalte ich meine Mitschriften? Was hilft mir tatsächlich individuell, um mich auf Prüfungen vorzubereiten? Das sind alles Dinge, die musste ich mir selbst erarbeiten. Aber generell jetzt sowas, was so den kommunikativen Austausch angeht, überhaupt keine Barrieren. Also ich bin jetzt nicht so der Seminargruppen-Daddy, sage ich mal jetzt, nur weil ich jetzt etwas höheres Alter habe. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, gar Wie ist es nicht. bei den Professoren? Wird man da irgendwie anders wahrgenommen, weil Gar man jetzt nicht. schon ein bisschen älter ist? Es wird, also gibt es keine negativen, keine Ich weiß auch nicht, positiven. ob die Professoren wissen, wie alt ich tatsächlich bin. Und weil wir ja eine technische Hochschule sind, haben wir eigentlich so das
breites Spektrum an Studierenden. Also es gibt viele, die schon aus der Berufsausbildung gekommen sind und Leute halt einfach, die eine versierte Ahnung haben von dem, was sie da sagen, was sie auch machen. Wir sind da recht praxisbezogen bei uns in der Logistik. Und aber die Professoren, nein, also denk ich nicht. Also wir werden halt gleich behandelt, ne? Also definitiv, ja. Gut, hört sich doch gut an. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps, den du den Leuten draußen oder die jetzt gerade im Entscheidungsprozess sind, nochmal sagen willst, ey, achtet, also oder informiert euch rechtzeitig dort und dort oder, ja. Ja, also das Wesentliche habe ich eigentlich schon gesagt. Also es ist tatsächlich so, wer die Ambition hat zu studieren, da ist ja schon mal der Gedanke da. Also entweder ich möchte etwas machen oder ich möchte es nicht machen. Dann informiert euch rechtzeitig, das ist der erste Punkt. Also nutzt die Möglichkeit an jeglichen Hochschulen. Bei uns ist es der HIT, der Hochschulinformationstag, kommt her, der findet immer im Mai statt, ich glaube so am 27., 28. Ja, Mai herum. Ne? So am 16. Grundsätzlich eine wunderschöne Veranstaltung. Ne? Und ihr könnt jegliche Fachbereiche anschauen, mit den Professoren reden, mit Kommilitonen reden. Das ist schon mal der erste Schritt. Dann geht es natürlich um die Finanzen. Ich denke, da wirst du noch ein bisschen was dazu sagen. Genau. Ne? Bei mir ist es so, ich werde halt nicht finanziert, ich kriege kein BAföG mehr, ich bekomme kein Stipendium, also ich habe keinen Stipendiumbezug. Ich muss halt schauen, wie ich tatsächlich mein Studium selbst finanziere. Ich für mich habe das so gemacht, dass ich 3 Jahre vor dem eigentlichen Studienbeginn oder 2,5 Jahre angefangen habe zu sparen, wirklich zu sparen, und kann mir diesbezüglich jetzt mein Studium leisten. Ich gehe nebenbei noch arbeiten. Ja, und ich habe eine Frau, die recht gut verdient. Nicht schlecht. Also, ja, es gibt immer Möglichkeiten. Also, jemand, der tatsächlich studieren möchte und sagt, ach, das scheitert hier dran, das scheitert daran, das ist in meinen Augen eine Ausrede, das soll jetzt nicht böse klingen, aber macht's. Ich glaube, der Mehrwert ist unwahrscheinlich toll, ja. Gut, dann sind eigentlich meine Fragen alle beantwortet. Ich denke mal, wir haben ein relativ großes Repertoire schon abgedeckt. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie das gleich im Chat. Ich möchte Sie nur noch mal kurz auf unsere nächsten beiden Webinar-Termine hinweisen. Die sind heute in 2 Wochen am 7. November 2019, auch wieder um 17.30 Uhr. Auch da sehen Sie wieder den Link auf unserer Webseite und da werden wir uns noch mal intensiv mit dem Thema Studienvorbereitung beschäftigen, zumindest die Möglichkeiten, die Sie hier an der Technischen Hochschule in Wilde haben. Und am 21. November, das ist dann erstmal unser letztes Webinar für dieses Kalenderjahr, wird es nochmal um das große Thema Studienfinanzierung geben, was eigentlich auch Sinn macht, sich im Vorfeld damit zu beschäftigen, weil das wirklich elementar ist. Diese beiden Termine haben wir dieses Jahr noch und wir würden uns freuen, wenn Sie zuschalten würden. Ja, und sonst können Sie jetzt im Chat Ihre Fragen stellen und ich bedanke mich, dass Sie zugeschaltet haben. Eins noch vielleicht. Ja. Mir fällt gerade noch was parallel dazu ein. Die Leute, die tatsächlich diese Ambition haben, schaut bitte mal auf die Webseite und von der Hochschule. Wir haben Fit for Study, wird bei uns angeboten. Und das ist genau das, was ich auch gemacht habe. Ich bin in diese Vorbereitungskurse gegangen, aber darüber hinaus gibt es dann entsprechende wissenschaftliches Schreiben. Wie sehen richtige wissenschaftliche Präsentationen aus? Es gibt Sprachvorbereitungskurse. Ich für meinen Teil habe den jetzt nicht genutzt. Ich war an der Volkshochschule in Königs Wusterhausen. Ich habe im ersten Semester Englisch gehabt, deswegen fand ich das auch wichtig. Also die Hochschule macht einen tatsächlich fit für ein Studium. Das ist das Entscheidende und ich glaube auch noch wichtig zu erwähnen, ist kostenlos. Ne? Also das Vorsemester auf jeden Fall. Ich glaube, die Vorbereitungskurse kosten teilweise was, das Mathe-Intensivkurse. Das stimmt, das ist richtig, aber das ist irgendwie ist übersichtlich. Bezahlbar. Genau, das sind diese 90 Euro oder sowas. Das ist relativ übersichtlich dafür, dass man so intensiv dann nochmal mit Mathe, wie gesagt, das wird nochmal unser großes Thema nächste Woche. Auch diese Schreibtutoren, das meine ich, ist alles kostenlos. Auch Matheberatung ist bei uns kostenlos. Ja. Wir haben kostenloses Studiencoaching. Das heißt, wenn man im Studium ist und merkt, man kommt irgendwie ins Struggeln und überlegt, ist das Richtige, kann man bei uns zum Coach gehen und der kann zumindest erstmal sagen, was man erstmal machen kann. Also diesbezüglich haben wir hier schon relativ viele Möglichkeiten, wo Sie sich beraten lassen könnten, wenn es soweit ist. Also sowohl vorbereitend, Vorsemester ist wie gesagt eine Institution. Ich gehe nochmal ganz kurz darauf ein, obwohl es eigentlich Thema fürs nächste Mal ist. Da kommen Sie halt an den Samstagen her, lernen schon ein bisschen den Campus kennen, lernen ein paar Dozenten kennen, lernen andere Studieninteressierte kennen, die, die in der gleichen Situation stecken wie Sie. Und genau, also eigentlich kann man es wirklich nicht besser machen, um wirklich dann mit einem guten Gewissen eigentlich auch ins Studium zu gehen. Ja.